herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Arma 3. Heute Operation Green Hornet in der Rolle des MGs im Platoon des JTACs. Das heißt, wir werden heute wahrscheinlich eher in der Rückhand sitzen. Wir werden wahrscheinlich ja, etwas chilligeres Leben haben, weil der JTAC muss ja dem Piloten des Jets die Ziele anweisen. Meistens aus etwas größerer Entfernung. Von daher läuft das. Warten noch kurz auf ein paar Spieler und dann geht's gleich los. Hier den Clan betreffen. Da will aber jemand jetzt böse sein. Boah, ja. Alter, ihr seid ja welche. Brace yourself. Shit is incoming. Nein, Shit. War is incoming hier. Was machst du überhaupt noch hier, du Flocke? Ja, darf ich nicht. Ich gehe erst in einer halben Stunde. Oh. Also theoretisch könntest du sogar eine halbe Stunde mitspielen, aber so wie ich unseren Clan kenne, geht das eh. Gib es einfach zu, du wolltest meine extrem homoerotische Stimme hören. Mann, ey. Was nehmt ihr für Drogen? Was nehmt ihr für Drogen, ey? Ich glaube, ich war das. Wie war das zum Thema Clan intern? Also nur noch über den Clan reden, Lotze. Oha, jetzt was los? Jetzt kommt das Bild zur Geltung. Brace yourself. Welcome to the first cut. Brace yourself, Hunt is incoming. Okay, der war nicht so gut, dass keiner mehr gelacht hat. Nein, der war nicht. Flachwitz, Füße hoch. Okay, der war. Oh Mann, du. Ja. Vergesst also ich nicht, fand ihn lustig, muss ich zugeben, aber. Auf viele andere. Ja! Aber alleine will er auch nicht lachen. Gruppenzwang, ne? Das gehört sich nicht. Du hast Gruppenzwang. Liefere ich euch mal eine tolle Witzvorlage heute. Ich habe heute den Bescheid bekommen, dass ich wieder in die Schule gehen kann. Ja, so, sehr schön. Achso, da hätte ich jetzt echt. Da hätte ich jetzt einen erwartet, dass da noch was draus kommt. Aber nee, ich darf. Warte mal, wie alt bist du nochmal? 21. Hallo. Also in die Schule. Fachoberschule. Ich mach mein Abitur nochmal nach. Ach, die Abitur. Also nochmal. Die Abitur. Abitur. Durch die Tür. Ich habe beim ersten Mal nichts gelernt, deswegen muss ich es nochmal machen. Was kannst du tun? Ich bin Realschüler. Deswegen habe ich noch keinen. Komm, jetzt kannst du ruhig schon sagen, dass du Hauptschüler bist. Aber wenn du 21 bist. Sonderschüler, das Brettergymnasium. Brettergymnasium? Das heißt Baumschule. Nee. In der Baumschule macht man eigentlich was anderes. Bäume pflanzen. Ja, ich war da mal 3 Jahre auf der Baumschule und da bin ich runtergeflogen, weil ich sexistisch und frauenfeindlich bin. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr geiler Dorsch. Den Brief habe ich noch, den kann ich mal ins Forum stellen. Ja, jetzt bist du älter von der Baumschule geflogen? Hm? Oh, Klopapier. Respekt. Oh Mann. Ja, das ist eine richtige Drecksäcke gewesen. Die haben mir dann einen richtig schlechten Hauptschulabschluss ausgestellt, wo ich runtergegangen bin. Und dann war ich auf einer, bin ich mit diesem Hauptschulabschluss wohlgemerkt, auf die höhere Handelsschule gegangen und habe da mein Fachabi gemacht. Ich wollte schon gerade sagen, gibt es einen guten Hauptschulabschluss? Ja, meiner. Ja. Mein Vater hat auch einen guten Hauptschulabschluss, das war früher ein bisschen anders. Ja gut, ganz früher war Hauptschule noch gleichzusetzen wie mit Realschule. Ja. Alle, die da und bereit sind, dürfen dann einmal schon mal OK klicken. Guckt alle, ob ihr euer Plugin anhabt. Welches Plugin? Oh. Wie Plugin? Ach ja, das mache ich nie aus. Ja. Dauer an.
war klar, dass das F wieder das letzte ist. Ja, klar. Mr. Loping. Ich wette, das F ist AFK. Alter, scheiße, wieso hab ich einen 30er? Was ist hier kaputt? Sag mal, Hans. Für übrigens Leute, die ganz viel Freizeit haben und zufällig in Arma total Skript bewandert sind. Du sollst okay drücken. Ja. Ich quatsche, machen. Ich wollte nämlich nochmal sagen, dass ein Bot mir aufgefallen ist, den wir vielleicht nochmal bräuchten, nämlich, dass wir Starflügler durch die Gegend manövrieren können. Dass man irgendwie die irgendwo dran pinnen kann, mäßig, dass man sie hin und her schieben kann. Weil es ist mir jetzt ein paar Mal im Editor passiert, dass ich halt irgendwo hängen geblieben bin, sich der Jet sonst wie hingedreht hat und dann einfach, ja, nutzlos in der Gegend rumgepackt ist. Und da kam mir dann halt die Idee, ob man das vielleicht nicht an diese kleinen Mini, wie heißen die Dinger nochmal, UGVs dran pinnen kann, um das dann irgendwie hin und her zu ziehen. Sehr theoretisch nur ein einfacher Attach-To, oder? Irgendwie das ja, aber das war mir jetzt so gedanklich. Ich habe halt, wie gesagt, keine skripttechnische Erfahrung in irgendeiner Art und Weise, deswegen wollte ich das mal in großer Runde, wo wir gerade viele sind, mal anbringen. Frag-Coding, der Silvesterfelge. Stimmt. Kommen wir nochmal auf die Map, André, oder? Ich wollte die nur ihr Off-Topic zu Ende quatschen lassen. Okay. Kommen wir jetzt trotzdem nochmal auf die Map, oder ist das das letzte Mal? Ja, ihr kommt nochmal auf die Map. Ja, ja, klar. Okay. Das ist nicht Off-Topic, das ist Werbung. Werbung? Scheiße, haben mal keiner, eher Sand. Dum-dum-dum. Das ist jetzt mal eine richtig geile Map. Yay! Das passte wieder, ey, wie die Faust aufs Auge, ey. War das doch beim letzten Mal schon? Ja. Alter, das war jetzt absolut ungeplant. Und das war nicht mal geplant, ich wollte gerade so sagen, aber ist da kaputt. Yay! Das hat keiner aufgenommen, ja? Ne, super. Doch! Yeah. Was, ich bin auf Band? Sehr, sehr geiler Dorsch. Aber hallo. Oder? Super geil. Wie sagst du das nicht morgen Abend, André? Super geil, super geil. Ey, nee, jetzt hab ich so einen Kackohren schon wieder, ey, danke. Operation Rollbraten. Super Blackhawk. Super Schrott. Was, Blackhawk? Super geil. Ja, natürlich. Blackhawk Down. Ach, Blackhawk Down, ey. Ich hab mir heute vor der Mission nochmal schön American Sniper reingezogen. So muss das sein. Alter, das ist ja... Musste fast am Ende... Ich hab ihn immer noch nicht gesehen. Ja, ich muss... am Ende, ich muss mich echt... Ernsthaft zusammenreißen. Ja, das ist ja auch richtig. Aber echt, ne? Dass du dich aufschließt und salutierst, oder was? Hand aufs Herz, aufstehen. Jawohl. So, hallo. Vier Einsätze im Irak, ey, what the fuck? Und dann zu Hause. Einfach nur stirbt er zu Hause mit einem Penner, der irgendwie ausrastet. 160 Abschüsse. So. Ja, das geht Ruhe jetzt. Viel Spaß, Kinder. Channel switched. Ortsmeldung. It's very dark. Ah. It's very dark here. Wunderbar. Wo ist denn der Trupp vom Chaos? Ja. Wunderbar. Du bist schon da. MG-Schütze meldet sich zum Dienst. Ja. Jawohl. So, wir haben eine Planänderung in unserem Squad. Ach, okay. Scheiße. Animal Mother wird uns nicht begleiten. Okay. Wir werden einen anderen dafür bekommen. Okay. Höchstwahrscheinlich. Hey, Dennis. Den Isa, aber das müssen wir noch gucken. Los. Okay. Viel FPS habt ihr hier? Das heißt, Micha JTAG hantiert alleine, oder was? Nee, der geht mit Charlie mit. Ah, okay.
Hab ich die wirklich angezogen? Charlie, komm mal mit. Ach, tatsächlich, nee, ich hab eine BW-Brille an. Die ist von der Bundeswehr aus. Irgendwie, ja, das, ne. So, wir dürfen uns noch nicht ausstatten. Als erstes wird Animal Mother und irgendein anderer. Ja, ja, geh mal ein Stück rüber. Komm, geh mal ein Stück rüber hier. Ins Dunkle, ich sehe nichts. Ich seh nur Schatten, ich seh nur deinen Kopf am Horizont. Im Dunkel ist gut munkeln, mein Freund. Ah, fass mich nicht an. Oh, dann sollte ich mich nicht hinhocken. Also hast du aber so einen knackigen Hintern, oder? Das ist ja ja. Ich sehe meinen Hintern nicht, tut mir leid. Ah, dafür sehe ich ihn umso klarer. Hilfe, Hilfe! Ich bin dein Fireteam-Leader, bück dich jetzt, los! So, unsere Ausrüstung können wir uns eigentlich schon holen. Ich weiß gar nicht, wo das geht. Die drüben scheint so. Ja, irgendwo da hinten am Bürogebäude, glaube ich. Warte, weiß gar nicht, doch hier. Okay, passt schon. Gar nicht nehmen. Das andere Funkgerät, weil mein Rucksack überfüllt ist. Kann ich das denn vom Boden hin und her schieben? Geht das? Eigentlich schon, ja. Ja, USA-Ausrüstung gehe ich mal schon von aus. Ja, was sind wir denn? Multi oder der Digi? Multicam, Digicam, boah. Also was jetzt? Digi oder Multi? Euch auch. Also Digicam genommen. Ich glaube Multi, wenn ich mir die anderen angucke. Aber ich bin mir nicht sicher. Warte, ich habe jetzt Digi. Hier, er läuft ja auch. Der ja, nee, läuft doch, auch ja, ja. Rum. Nee, passt, okay. Okay. Dann nehmen wir Digi. Ja, nehmen wir Digi. Gut, schweres MG, M240, passt. M41, das mit dir habe ich sogar geübt. Sehr gut. Perfekt. Oh, ich hab Fump dran. Ich hab Fump dran. Woo! Tipp daraus Stimmung. Da geht schon der Anti ab. Wer? Und da geht der okay. Zweite direkt mit ein. Ja, was da ist jetzt mal hier. Das, Helikopter. Ja, ne? Mach kaputt. Auf 52 Grad Helikopter. Ah ja, seh's. Zweiter Helikopter. Jetzt geht's los. Bam! Ja, bam. Hurra! Hurra! Yeah! Yeah! Ja, wo kommt die alle her? Wollen die uns verarschen? Ah, hit. Daneben, hit. Komm schon. Holt sie euch. Oh, jetzt fallen sie alle mit ein, ey. Gut, alles klar. Action vorbei. Wo ist mein Loki denn? Jetzt Loki oder was? Ratax, kannst du mir mal ganz kurz mit dem Funkgerät, wie ich zweiten Kanal mit einstellen kann? Was, wo bist du? Ah, da, ja. Einstellen, ja. Funk eingestellt, alles klar. Ja, okay. Chef. E5. Delta.
genau richtig. Noch gar keinen. Ja, er sagte 30 oder 40 oder sowas, aber hat da noch nichts gesagt. Nichts Präzises. Ich bin bei Loki, genau. Papa hat sein Baby. Die Rückkopplung. Wer hat meinen Namen gesagt? Otter. Okay, für Vater ist. Welchen Kanal hattest du eigentlich? Oh. So, was kann ich mir jetzt alles hier rausnehmen? Außer die normale Ausrüstung. Brauchen wir eigentlich Nachtsichtgeräte? Ist ja richtig krass bewaffnet. Naja, den typischen Jet-Helm. Siehst aus, als würdest du tauchen gehen oder so. Zum Mond. Am 57.6 ist Loki. Wäre das eine Idee? Alles, weißt du, wo Loki ist? Nee. Chris? Nee, keine Ahnung. Okay. Genau, nicht Chris. Warte mal kurz, wo ist mein anderer hier? MG, hier oben auf Turm, Sir. Atlantis? Ja, hier oben auf dem Turm links. Ach da. Treffen wir uns da oben mal. Ja, komm, wir gehen mal gerade hoch. Position, Kamerad. Passt auf, ihr geht gleich nochmal kurz an die Kiste und stellt den Funkkanal ein. Ah, du weißt ja, wie das geht, Atlantis. Schon hast getan. Gehst dann gleich an die Kiste, Chris. Funkkanal einstellen. Also ganz normal. Kannst du nicht hier einstellen? Mit. Oh, das ist super. Dann hast du direkt alle Funkfrequenzen. Ich wollte sagen, einfach andere Frequenzen. An die Kiste Universal Equipment und dann kannst du rechts Funk einstellen, dann hast du alle Kanäle sofort vorprogrammiert. Ja, ist klar, super. Mach ich mal eben. Ja. Ah. Gut. Hoffe ich, dass wir noch gleich einen mit dazu bekommen. Aber auf welcher Funke sind wir denn? Auf Kanal 5. Kanal 5. Steuerung P. Frequenz 5. Ja, ja. Auf der sind wir. Also Frequenz 400. Genau, richtig. Atlantis meldet sich auf Funkkreis an. Haben wir noch oben einen anderen für links oder kann ich die links und rechts nehmen? Du kannst euch beide lassen. Ja, ich mach meins auf links, weil ich muss wahrscheinlich noch einen zweiten Funkkanal für unseren Squad-Lead haben. Aber im Regelfall kannst du das auf beiden Ohren lassen. Ich find's praktischer, wenn es dir generell vielleicht schon angewöhnst, das vielleicht auf dem linken Ohr zu haben. Falls du mal irgendwie auch Fireteam-Lead machst oder sowas. Okay. Dass du das schon mal so angewöhnt hast. Dass links halt Team Funk ist. Und ja, so habe ich es auch gemacht. Ich habe es prinzipiell, habe ich das Kleine immer auf dem Rechten, egal ob ich ein Großes dabei habe oder nicht. Ist hilfreich, wenn du dann irgendwann mal Lead machst.
Ja, genau. Dann ja, musst du dich, auf links immer. Man muss sich da nämlich auch eine kurze Zeit dran gewöhnen, weil es kommt nicht nur ausschließlich aus der einen Seite, es kommt auch so ein bisschen aus der anderen, aber halt hauptsächlich aus der einen Richtung. Da muss man sich aber ein bisschen dran gewöhnen, dass man das auseinanderhalten kann, was von wo kommt. Ja, okay. Was ist denn eigentlich unser Büffel heute? Ja, oh, hast du auch schon wieder. Kommt jetzt schon wieder da an. Weitere Helikopter im Anflug. Christopher meldet sich zum Dienst, ja. Ja, oh, läuft. Jetzt ist Funkkreis. Taro im Anflug, feindlich. Chaos vom Jack. Ja, oh, läuft. Ah, okay. Taro abgeschossen. So wie der geflogen ist und die Anti-Air geschossen hat. Low! Da geht mehr. Ja, was willst du erwarten? Dumme Feinde, ne? Ne, unsere dumme AA. Ach Quatsch, hat er abgeschossen. Läuft doch. Ja, aber... Wie höher fliegen kann der schon... In der Zeit hätte der schon ein paar Leute hier mit dem Fallschirm abspringen lassen können. Ja, sind wir mal ehrlich. So, jetzt muss ich aber gleich mal mit Loki kurz reden, weil ich habe auch eine große Funke, auf welchem Kanal ich denn dann da sein soll. Ihr bleibt einfach mal hier und ja, ja. Die Stellung. Ja, ja, wir checken nach Feinden. Ja, alles klar. Ja. Machen wir. Noob-Tube? Irgendwo ist ein Granatwerfer in Bewegung. Ich weiß nicht, was unserer ist. Das ist eindeutig Beschuss in unsere Richtung. Ja. Kommt aus. Na, Chaos hier Atlantis, wir haben irgendwo aus 30 Grad, glaube ich, Feindkontakt. Rune Tracer. Keine Ahnung, ob das funktioniert oder was? Ich weiß es nicht. Ich sehe nix. Ich komme jedenfalls sehr direkt an auf uns zu. Ja, irgendwo aus 30 Grad, aus Nordost. Chaos an Fireteam Delta, alle mal zu mir kommen, bitte. Roger. Ja. Wunderbar, einfach mal folgen. Jawohl. Das ist ja doch frei! Eineinhalb Stunden circa. Ist frei. Also ich sehe bei dem Licht genug. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie es bei was dir aussieht. Also wenn du bei Team Delta anwesend. Denke ich mal, ist das kein Problem. Das 556er. Mitnimmst. Ja, 556er. Ja, M249. Mike, was für ein Kaliber hast du an der MG? Was habe ich denn hier? 762. Ist mit Nachtsicht. Alla, dann. Machen wir jetzt folgendes, Chaos. Okay. Ja. Ich sag, ich hab gerade den Iran. Viel Glück dir, ne? Man sieht sich. Den Animal und den Atlantis an Fireteam Charlie ab. Und bekommst dafür den Isa und den Hans. Isa und Hans, ja, so verstanden. Verstanden, wer ist. Ihr seid für den Einsatz bei Team Delta dabei. Ihr Team Delta wird praktisch auf die Kirche offensiv drauf zugehen, um den Offizier zu töten. Wenn du das so sagst. Da ist das 556er besser aufgehoben. Okay, Loki, wer ist Lead Charlie? Charlie bin ich. Ah, okay, wunderbar. Funk. Lead Delta. Lead Delta ist der Chaos. Steht vor dir. Chaos oder Chaos? Ja. Wie du möchtest, ist egal. Ich höre auf beides. Klar. Warte, melde mich bei dir mal an, Leute. Ja. Okay. Oh. Funkkanal 500, Frequenz 400. Funkkanal 5, Frequenz 400, so, Entschuldigung. Okay. Mich hat gerade jemand gerufen. Ja, ja, ich hinter dir. Hinter dir. Ich lass dich wieder an. Morgen. Das 60, Abend. Bitte. Mal mit. Ja. Okay. Ja. Was haben wir jetzt, was sage ich jetzt hier für einen Short-Range-Kanal? Bei wem bin ich jetzt? Bei dir, ja? In meinem Team Short-Range 300. Hans Merzigen Funkreis an. Loki meldet sich auf Frequenz 60 an. Kanal 500 ist jetzt gerade klar, oder? Negativ, Kanal 5 und Frequenz 400. Actual, hier Fox. Okay.
Loki, du warst gerade ziemlich leise. Wo bin ich jetzt genau? Hans meldet sich von Reisern. Team Charlie, Lotze. Gut. Atlantis meldet sich auf 300 an. Isa ist unser Sunny, ne? Isa ist Sunny, ja. Ja, okay, du und sein G offensichtlich, ja. Dann haben wir noch positiv. Unseren Chris. Jesus Maria, Mutter Gottes. Schieß das Ding noch endlich ab. Sind das Mia? Nee, Daru. Wo wir beide uns dann verständigen können. Daru mit Medic-Aufsatz. Besprechung, melde mich gleich wieder. Nimmst du mal mit, packst du vielleicht noch ein paar extra Rauchgranaten rein? Ja. Aber das ist aber nicht zwingend, die große Funke werden wir erstmal nicht brauchen. Wollen wir noch cool kannst du mal eine Shortplay machen für uns zwei? Dein von Delta aus der 400. Ja. Lass dir mal von deinem Trupp zeigen. Das müsste der Hans, könnte das wahrscheinlich ganz gut erklären, der Isa auch. Ein Additional Channel auf Kanal 421. Stelle ich mir auch gleich ein, so können Granaten. Wir uns dann zusammen Mörser. Sprechen. 421, okay. Alles klar. Ungefähr Nord. Weit. Ja, das war der Helikopter von vorhin, der ist gerade abgestürzt. So, einmal durchzählen auf der Schwarze für Team Charlie. Atlantis anwesend. Ja, es klappt das mit Additional. Animal JTAG anwesend. Nee. Warte, Hans, du erklärst mir das. Okay. Nutzer anwesend. Mal genau rüber. Ach du Scheiße, was war das denn? Da. Okay. Okay. Mach die Funke auf, Steuerung P. Ja. Ja, wo wunderbar, dann weißt, Team Charlie am Nordausgang der Basis sammeln und nehmt da mal Sicherung Richtung Norden ein, bis sich hier weiteres tut. Verstanden, Atlantis ist bereits Nord, Mörser relativ nah. Verstanden, dann verteilt euch dementsprechend. Ja. Okay. Und jetzt Atlantis, du übernimmst so lange den Druck. Rechts von der Null. Verstanden. Wo nach links zeigt. Da kriegt ihr Box drauf für Verständigung. Und A zusätzlich. Genau. Okay, und diesen Kanal kannst du mit, wenn du T drückst, kannst du über T, kannst du mit diesem Kanal funken. Ah, okay. Ein Tipp von mir, bleib mal stehen, bitte. Bitte? Wer mich gehört hat, ist gerade. Nee, was war? War ich angesprochen? Ich hatte gefunkt auf eurem Kanal. Ich häng da ja auch mit drauf, glaube ich. Nee, das habe ich jetzt nicht gehört. Mach nochmal. Alles fresh. Jo. Selbst. Ach, läuft, ne? Geht das schon gut ab hier? Ja. Es geht hier jetzt schon wieder. Geht denn jetzt schon wieder hier? Oh! Leck mich fett, der ist nah. Heiß hier. Hey, hey, hey. Das heißt, wir greifen Oreo Castro an, okay. Läuft. Chat.
JTAG hat verstanden. Ja. Oh, das war ein guter Abschluss. Na klar. Okay. Es ist nur am explodieren hier überall. Ich finde das total krass. Er ist gerade echt ein bisschen übel. Aber der Abschluss war nice. Ein Schuss, Jet down. Ja. Loki besser? Ja. Sehr schön, danke. Area clear. Okay. Jetzt die ganzen Soldaten hier. Am besten einfach mal hier die Torsicherung mit einfallen. Ich muss mich nochmal ganz kurz mit dem Chaos. Los. Tag, tag. Also über Atmosphäre können wir sich heute nicht beschweren. Die Knall ist ja in einer Tour. Gehen jetzt schon wieder ab. Ah, oh, nicht schon wieder. Scheiße. Wow! Achtung, Jet kommt nah, Jet kommt nah! Leckst mir die Bürste, ey. Alter Schwede, ey, was geht denn jetzt schon wieder ab, ey? Bisschen Atmosphäre und dann gleich mal fett. Ja, auf jeden Fall, ey. Aber Frames 9. Keine Ahnung, weiß ich nicht, guck ich nicht nach. Ich lauf stabil auf meinen 30. Aber 9, ich bin bei 16 jetzt. Schön. Ja, aber der Jet kam gerade echt nah. Ich dachte, der stürzt hier rein. Oh ja. Schönes Feuerwerk. Ja, das wäre Mission Ende sehr schnell. Genau, ja. Alle Squads ausgelöscht, wir können nach Hause gehen. Aber der Kommandant von der GAU. Der hat zu tun, ne, mit seiner Strichliste. Ein Heli, zwei Heli, drei Heli, ein Jet, noch ein Jet. Genau. Du meinst die US Army Industriekaufmann, die man wiederholen muss. GAU meldet keine Munition mehr. Lade. Genau. Oh Mann, ey. Du bist jetzt bei Delta, Hans, oder was? Bei Delta jetzt, ja. Okay, ja, aber zumindest dasselbe Ziel. Wir kommen von rechts, wir kommen von links. Okay, erschieße ich mich halt dann. Aber der ist auch der Dicke, ne, wie ich. Du hast die Dickere. Ich hab die Dickere, ich hab das 762er. Genau. Ich bin der, der fürs Reinholzen zuständig ist. Für ein Magazin habe ich da eigentlich dabei, ich glaube 8. Da sind 2, da sind 6, 8, 1 geladen, 9 Magazine. Oh, ist gesperrt, kannst nichts nachladen. Ich hab 8, ja auch. Warte, 9? Was hab ich denn? 8? 9, ja. Läuft auf jeden Fall. 900 Schuss. Hast du 100er. Schuss? Ja, ja. 900, genau, ja, ich auch. 100er Max. Gurte. Gurte, Taschen. Beutel. Kanister. Oh, ich mach mal Ohrstöpsel rein, fällt mir jetzt gerade ein. Das ist eine ganz tolle Idee. Ja, mach mal, das hilft. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Nein, die mögen dich nicht. Ich merke schon, die sprechen auch nicht mit mir. Nee, weißt du auch warum? Die haben andere Uniformen an. Die denken sich, boah, ist der hässlich. Wow, das ist ja ganz schön... Ja, die sind jetzt, weißt du, jetzt sind wir ausgewogen. 2 gegen 2, hä? Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Ich hab die dickere Knifte. Die hässlichen Brillen an. Also die Chamäleons. Ein bisschen, ne? Wie eine Schnecke. Ja. Schnecki, Schnecki, Schneck. Ja. Doch genauso langsam wie eine Schnecke. Ja. Wenn ihr weiter weg vom Flughafen seid, vielleicht deutlich besser. 17 bin ich und das habe ich normal nicht so schlecht. Ja,
gerade. Das ist richtig komplett im Arsch mit den Frames irgendwie, ne? Darf ich euch fragen, wo man die Frames sieht, wo man das einstellen kann? Ich guck das in MCC aus. Also ich habe da so ein Tool für laufen, aber du siehst das auch, wenn du unter Grafikeinstellungen gehst, dann werden die Frames da kurz angezeigt. Ja, dann guck ich gerade mal dort, was es dort anzeigt. Mir jetzt nochmal. Das kommt wahrscheinlich extrem wenig vor. Oh ne, das ist noch weniger toll. Dann lass das lieber zu. Ja, ich habe auch, ich habe 18. Wahnsinn. Chaos, hier kriegst du, woher bitte Lagebericht? Aber sonst ist schön. Ja. Toll, ja. Toll, ja. Bist du willkommen? Nachtsichtmauer runter. Aber ist jetzt nichts cool. Bei dem ganzen, was huch geknallt hat. Ja. Wenigstens der Sound ist flüssig. Ja. Das ist schon mal ganz gut. Flüssige Funksprüche. Geil. Was macht dein Tribble? War gut? Ja, ich find's ziemlich geil. Hast du jetzt geholt, Micha, oder was? Ja. Da läuft, ne? Ist schon justiert hier heute, deswegen habe ich heute ein bisschen länger gebraucht. Ne? Von wem kommt eigentlich der Einsatz? Was ist das einer gerade? Ja, im Endeffekt muss der Einsatz? Ja, Monty, André, wer hat den gebaut? André, glaube ich. Wenn die Einsatz sicher sein sollte, okay, dann muss ich das ja irgendwie durchgeben, dass ihr da nicht landen könnt. Das bekomme ich ja dann über den Piloten mit. Das wird der gleiche Pilot sein, der fliegt erst dich rein, fliegt zurück, holt meinen Trupp ab, bringt uns auch dorthin. Ich möchte jetzt nicht das sagen, sein, dass mir das gefällt, bis jetzt, weil das von André ist. Ja, das stimmt. Delta Lead für Hans kommen. Ich kurz einfach eine Frequenz sagen, auf der ich dich im Long Range erreichen kann. Naja. Ja, dann worst case Szenario. Naja, gehen wir wieder auf Sicherungsposition. Delta Lead für Hans kommen. Chaos für Hans kommen. Servus. Gute Fahrt, Jungs. Gute Fahrt. Erstmal ein Schluck Cola trinken hier. Fireteam Delta, bitte alle zum Hummingbird kommen. Bin ich mal gespannt heute. Ich schieße zum ersten Mal mit der M14, ja? Das ist aber, glaube ich, ziemlich genau das Ding. Also, das ist ja cool. Das Visier, dieses Leupold. Wenn du das kannst du in drei Stufen zoomen. Ja, ja. Wenn du die zweite Zoom, den Funk mitbekommen? Zweite Visieranrichtung machst, hast du so ein Leuchtabsehen in rotes. Dann hast du auf einmal rotes Fadenkreuz. Okay. Hast du gerade gefunkt?
Ja. Ich bin Delta, packt mal eure Sachen, für euch geht's los. Jawohl, Delta. Hopp, hopp. Chaos? Ja. Ihr müsst jetzt zum Hubschrauber. Wir haben gerade eben schon Ärger von Actual bekommen. Delta, Hummingbird aufsitzen. Okay, zurück. Hans, Delta läuft ab, Hans, ab zum Hummingbird. Das seid ihr, ne? Viel Glück und bis später. So, Charlie, dann können wir uns ja jetzt hier nochmal kurz ein bisschen unterhalten. Und zwar, die Markierung auf der Karte oben im Nordwesten, die seht ihr auch alle. Jawohl, LZ Christopher. Mal, ist wahrscheinlich für uns, ne? Präparierte Landezone wird LZ Storm sein. Sollte die nicht möglich sein, werden wir versuchen umzuschwenken auf LZ Crystal. Wie laut Actual sehr eng sein soll, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Eng ist gut. Boah. Erstes Ziel wird sein, möglichst unbemerkt bis zur Burg vorzurücken. Auf dem Weg. So, auf dem Weg. Ja. Ja, hat Long Range reingekriegt. Genau. Ganz schön verwirrend. Vor allem, kleinen Moment, ich muss mal das mal ein bisschen leiser stellen. So, jetzt. Ich glaube, also auch, du hast die falsche Tarnung an, kann das sein? Ah ja, scheint fast so. Also ich habe Digi genommen. Nimm mal Multi. Sehe ich denn anders aus wie ihr? Oder seht ihr anders aus wie ich? Dann siehst du aus wie wir. Du siehst dann aus wie wir. Okay, alles klar. So. Also von der LZ aus würde ich gerne praktisch ungefähr 50% der Strecke bis LZ Annabelle gehen und von dort aus vielleicht sogar einen Abstecher nach Süden bis auf die Straße hoch machen, um den Lutzer dort aufzustellen. Irgendwo zum Beispiel 053218, da ist so ein kleines Gebäude, vielleicht haben wir von dort aus einen anderen Vektor auf die Ortschaft bzw. die Kirche. Das ist aber erstmal alternativ. Erstes Ziel wird sein, wir landen an, kommen möglichst unentdeckt bis hoch zur Burg, nehmen die Burg ein, bauen dort, das wird Hauptaufgabe Team Charlie sein, eine ideale Feuerbasis auf, damit Team Delta möglichst weiter nach Westen und dann nach Süden vorrücken kann, um praktisch noch ein zweites Ass im Ärmel zu haben, wenn es an die Kirche und den Offizier geht. Weil, ja, sollte da mit dem Chat was nicht hinhauen, dann braucht man da auf jeden Fall eine Alternativlösung dafür. Und aus dem Grund habe ich auch den Atlantis und den Hans ausgewechselt. Weil der Atlantis hat das schwerere MG von beiden. Das ist besser gedacht, um Unterdrückungs- und Sperrfeuer zu geben, anstatt da vorne mit in die Kirche reinzugehen. Jawohl, Sir. 900 Schuss wollen weg. Das ist gut zu hören. unterwegs fragt auch gerne selbstständig. Ich selber nutze gerne diesen Blueford-Tracker unserer Devices. Wenn ihr irgendwelche Feindsichtungen habt, fragt die mir gerne dort ein. Geht auf dem neuen nicht mehr, Sir. Wie bitte? Geht auf dem neuen nicht mehr. Jetzt kaputt oder was? Nö, aber den neuen kannst du nicht mehr bedienen. Da hast du nur noch ein GPS im Prinzip. Da kannst du keine Marker mehr draufsetzen. Verstehe. Ja, dann. Aber. Dann tragt es mir direkt auf der Karte ein oder das machen wir dann gesammelt. Ja, also, wie kann ich eigentlich nochmal deiner Gruppe joinen? Oh. AGM-Menü und dann. Du bist gerade da rein. Jetzt bist du drin. Ah, okay, wunderbar. Gut. Ja, sonst müsste ich es im Seitenkanal machen. Der Animal kriegt jetzt noch eine tolle Farbe. Pink! Bevorzugt. Der Lutzer auch. Dann müssen wir auch pink.
Ja. Ja, und dann nimm mir mein Pink weg, mein Gott, ist doch egal. Warum Pink? Also ja, warum nicht? Bei mir rot, der Animal ist gelb und der Atlantis gelb. Ist grün. Ja, grün die Farbe der Hoffnung. Grün. Angriffslustig rot. Und ja, der Micha, der ist zurückhaltend. Halt so ein bisschen Sonnenschein in Form der Luftunterstützung rein. Zuversichtlich gelb. Okay, gibt's noch Fragen zum Vorgehen? Negativ. Ja, wir machen jetzt erstmal Oreo Castro platt und dann gehen wir weiter, oder wie? Ja, genau. Ja, cool. Also, vorrangig, wir müssen den Offizier ausschalten. Offizier töten, nicht verstanden. Die komplette Ortschaft platt machen. Das ist indiskutabel, alles. Sir, komplette Ortschaft platt machen? Ja, das ist okay. Indiskutabel. Der Offizier uns interessiert ist vor allem, der hält sich in der Kirche auf. Nur das mit dem Zeitfenster, das habe ich noch nicht ganz so gut verstanden. Das ist auch jetzt schon abgelaufen. 10 Minuten sind um. Naja, ich glaube, wir müssen die möglichst gleichzeitig um die Ecke bringen. Weil sonst der dritte Offizier nicht auftaucht und gewarnt ist. So hatte ich das verstanden. Kriegen wir hin. Wie meinst du? Wohin? Kriegen wir hin. Ach so, ja. Da müssen wir ja. Wir werden abgeholt, oder was? Ja, wir werden abgeholt, sobald ja, Trop Delta gelandet ist, fliegt der Hubschrauber zurück, nimmt uns auf und dann kommen wir zweiter Trupp rein. Jawohl. Ja, Weltklasse, wir können ja schon mal entgegengehen. Laufreihenfolge, Atlantis macht die 1. Oder? Micha die 2, Lutze macht 4 und ich mach die 3. Jawohl. Hat der Lutze am meisten Zeit, sich noch eine gescheite Position zu suchen. Ob das ist förderlich mit dem Visier, oder? Ja. Dann bin ich dann weit weg vom Lutze, oder? War, glaube ich, so. Wir sollten uns ein bisschen spreaden, ne? An der Burg irgendwo? Ja, wir gehen erstmal zusammen rein. Vorrangig Richtung Burg. Delta wird dort führen. Und sobald wir die Burg eingenommen haben, sucht ihr euch möglichst weit voneinander getrennt zwei Positionen. Und der Atlantis irgendwo zwischen euch, um dick Unterstützungsfeuer zu geben. Jawohl. Animal, du brauchst ja vor allem eine Position, wo du markieren kannst. Und Lutze, du brauchst eine Position, wo du gut Kontakte ausschalten kannst. Ja, also wie gesagt. Boah, das brauche ich euch ja nicht erklären, das wisst ihr alle selbst. So. Ihr seid ja schon groß. Wie gesagt, also effektive Reichweite 900 Meter bis maximal 1000 kann man damit schießen. Okay. Ja, aus dem Grund ist wahrscheinlich weiter östlich auf der Straße gar nicht mal so gut. Was dann von der Entfernung her außerhalb des Wirkungsbereiches sein wird. Ja, das gucken wir uns gleich mal an vor Ort, wie die Gegebenheiten da sind. Gucken, was sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 140 ungefähr. Jetzt schon ein bisschen knapp. Ja, sehen wir dann vor Ort. Okay, wenn es sonst nichts gibt, keine weiteren Fragen sind. Wo wirst du dich denn aufhalten dann, Loki? Direkt beim Trupp. Keine Sorge, ich quassel euch dann schon noch ein bisschen voll. Bangst dann so von Mann zu Mann. Cool. Er stellt sich mit dem Megafon dahinter. Ja, so war der Plan. Dann können wir schon mal Richtung Abholzone gehen. Unterwegs muss ich mir nochmal ein paar Infos holen, was die Zielperson angeht. Verstanden. Wir treffen uns dann dort. Bis gleich. Ui. Jetzt noch, Marc? Ah, gerade aufgestanden hier. Oh Gott. Ich hab heute auch schön Mittagsschlaf gemacht.
feindlicher Jet erwartet. Tag der Herren. Bisschen Windstill heute, ne? Fahnen drehen sich am Mast. Ich hätte dann noch mal eine Frage. Aber bezüglich des Offiziers, da spreche ich mich dann direkt mit. Ja, was ist denn in seine Aufgabe? Weiß das jemand? Nee. Der muss darüber entscheiden, was die blauen Lichter hier machen. Am Matze? Weiß ich auch nicht. Momentan leuchten sie. Oh. Er startet da? Oder er lässt Triebwerk warm laufen. Ah ne, er startet. Okay, alle Mann zur Seite. Mischa! Komm mal zur Seite! Wird ja wohl nicht sein JTAG umnieten, oder? Ja, soll warm sein, so ein Triebwerk. Und das wäre es jetzt gewesen, der Erste, der tot ist, im Rückstrahl vom Flugzeug. Fox hier, JTAG kommen. Hier, JTAG, ich wollte mich nur mal kurz rückversichern, was ist Ihre Aufgabe hier in diesem Szenario kommen? Wieder einzusteigen und loszuziehen. Verstanden. Machen wir. Danke. Ja, und weitergedacht kommen? Ah ja, that's clear. Thank you for the information. Weitermachen, Sir. Danke, Sir. Ende, Sir. Ja, werden ja wieder Privatgespräche über die große Funkanlage getrieben, oder was geht hier ab? Oh, er ist aber am Start. Er dreht erstmal Looping, Alter. Guter Mann, guter Mann. Er dreht erstmal Looping. Hast du den Heli zufällig mal erreicht, oder war das ihr das Gespräch mit dem Jet? Das war jetzt eben das Gespräch mit Fox, unserem Versorgungsmeister, wo ich gar nicht wusste, dass der überhaupt mit dem Funkkreis hier rumdümpelt. Mhm. Was er überhaupt macht, das wollte ich mal wissen. Oh, das ist jetzt clear. Oh, der versorgt, ne? Der versorgt, da bin ich ja mal gespannt. Dann haben wir ja immer frisch Kaffee vor Ort. Ja, hoffen wir mal. Wie jeder weiß, ohne Kaffee können wir nicht kämpfen. Das ist soweit korrekt, Sir. Also, der Heli scheint schon länger wieder auf dem Rückweg zu sein. Er kommt jetzt dann aus Nordosten wieder hier an den Flughafen. Sobald er landet, steigen wir gleich auf. Dann wird man da ohne große Zeitverzögerung jetzt mal ins Feld kommen. Roger. Alles klar. Ich möchte betonen, ein sehr schöner Sonnenaufgang. Oh ja. Und ich habe mein Nachtsichtgerät eingepackt. Ich glaube, ich bin... Ich habe auch eins dabei. Ich habe mich doch tatsächlich in der Uhrzeit vertan. Ich habe aber auch eins eingepackt. Ich auch. Wegen der Sicherheit. Das ist wirklich ein schöner Sonnenaufgang. Und ja, auch ne? So ultra breit. Oh, romantische Momente. Oh. Michael ist schon wieder breit. Gleich gerade ein kleines Lusttröpfchen ins Höschen getropft. Sind Sie sicher, dass Sie da nur Kaffee trinken? Mit speziellen Micha-Zugabe. Ja, X-Ray, oder? Das war Sahne. Helikoptermannflug. Ein Drehflügler. Oh mein Gott. Ich denke, die hat schon ein Fahrzeug verloren, die brauchen einen Medivac. Ach du Scheiße. Schon wieder ein feindlicher Helikopter, oder schießt der unseren eigenen Jet ab? Oh, das ist ein feindlicher Jet. Und mittendrin rumgedümpelt kommt der Helikopter angedampft. Ja. Was fliegt der eigentlich, Mann? Nee, der ist schon im Feld. Hä? Nee, fliegt keiner, erzählen, das ist unsere... Okay, Leute, entspannt euch, der Flug wird gecancelt. Wegen Medivac, oder was? Ja, der Medivac geht vor. Ja, natürlich. Dann gehen wir nochmal ins Lager und sichern den Nordausgang. Ja, verstanden.
Hä? Weißt du, wieso sich das Ding eben angehört hat wie eine GAU, wenn das Dennis war? Nee, das war nicht Dennis. Das ist unsere Flugabwehr hier, unsere GAU-Geschütze auf dem Boden, die feindliche Flugzeuge bekämpfen. Delta, bitte kommen. Ratax ist im Stress. Irgendwas zu sehen? Nee, bis jetzt nichts. Micha, versuch mal. Micha, versuch mal Delta an die Strippe zu bekommen. Delta? Ja. Der müsste auch auf Frequenz 60 Meter Long Range sein. Probier mal einmal einen Funkspruch abzusetzen. Ich hab grad nichts erreicht. Was soll ich ihm denn sagen? Nur mal so hören oder was? Er braucht die Info, dass unser Flug jetzt erstmal gecancelt ist, dass wir ein bisschen länger brauchen. Der soll schon mal die Straße nach Süden überprüfen. Gar kein Problem. Verletzte gehen vor, das ist klar. Ich versuche jetzt gerade schon, Delta per Long Range zu erreichen. Ich habe nämlich auch mit auf die 60 eingeklinkt. Das hat man so ausgemacht, bis ich auch an der LZ angekommen bin. Das heißt, alternativ könnte der Pilot mal zwischendrin versuchen, weil ob er ihn erreicht, weil zwischendrin haben wir bis jetzt nichts auf die Reihe bekommen. Die Entfernung wird wahrscheinlich zu lange sein. Der 60 habe ich gesagt. Danke. Ja, ich hätte Chaos gesagt, er soll die Long Range auf die 60 stellen. Ja, ich bin aber auf der 57, da müsste ich mal umstellen. So, nee, dann bleib du mal auf der 57. Dann probier's selber. Ah, sorry, wusste ich nicht. Ich dachte, du bist auch auf der 60 da unterwegs. Ja. 50, 57. 57. Ja. Ist Fox und Super Six. Alles klar. Ja. Ich komme mit drei Frequenzen mit meinem Heini, wenn ich jetzt in dem Fahrzeug sitze und hier jetzt eigentlich auch rumlaufen muss, doch nicht ganz klar. Kann ich mich auf der 60 abschalten? Dann könntest du mich hier auf der 500 erreichen. Oder auf der 56. Okay. Delta für X-Ray kommen. Verstanden. Und Leute, wie ist die Lage? Alles Roger in Kambodscha. Super. Sehe ich ja jetzt erst von hier oben nach hinten das Schiff, das da am Hafen liegt. Ja, was für ein Schiff? Ja. Da hinten in Richtung Südosten. Okay. So geil, kann ich gucken. Brauch eine Brille. 149 Grad. Okay, morgen das. Die werden da reingeflogen. Danach schmeißen wir die einfach raus aus dem Hubschrauber so schnell wie möglich. Danach steigt die sofort auf den Hubschrauber auf und setzt nach. Mach mal. Wenn der Hubschrauber jetzt zurückkommt mit den Verletzten, werfen ich und der Versorgungsheini die Leute aus dem Fahrzeug. Danach ihr sofort rein und ihr fliegt dann gleich ab. Okay? Abfang machen wir so. Oder brauchst du Unterstützung beim Verwundeten rausholen? Ihr könnt helfen natürlich, aber dass ihr halt so schnell wie möglich dann wieder aufsteigt. Genau. Loki, hast du die gekriegt schon? Negativ. Sollen wir mal versuchen. Ich habe mir das jetzt mal auf die Long Range 60 gelegt. Alternativ habe ich die Luft drauf. Das müsste eigentlich klappen, soll ich mal? Ja, probier ruhig mal. Wenn du ihn erreichst, gut, wenn nicht weiter schlimm, dann ist die Entfernung wahrscheinlich zu groß und wir kriegen den gar nicht. Weil LZ. Ah, was ist denn das ungefähr? 1, 4, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8,5 mal 1,4 Kilometer. Naja, das ist schon eine ganze Ecke.
Also wie funke ich denn nochmal mit dem Long Range normal? Long Range normal, Steuerung Caps Lock. Der Hubschrauber ist jetzt gerade schon hier auf dem Rückweg, unten sammeln. Wir sollen gucken, dass wir so schnell wie möglich jetzt dann auch einsteigen. Dann sammeln wir uns unten mal beim Actual. Okay, da geht er drüben runter im Laufschritt, mir nach. Jawohl, verstanden. Oh, harte Landung. Gleich aufsetzen und einsatzbereit machen. Das wird alles wieder gut, mein Freund. So, Helipilot, du kannst ab. So, wohin? Wir sitzen alle. Landezone Dorm, Richtung Norden. Okay, gut. Viel Spaß auf dem Fuchs. Danke, danke. Fuchs liegt. Actual für X-Ray, Team Stade ist jetzt unterwegs. Ja, verstanden, wird ausgeführt. X-Ray ändert. Ja, Dito. Fox, die war denn die Landezone? Und gab es da oben schon Feindberührung? Feindkontakt? Also als ich angelangt bin, war alles gut. Die Landezone ist relativ steil. Delta für X-Ray kommen. Ja, die würden nicht. Delta für X-Ray kommen. Ja, das ist krass. Die Brille geht übrigens wieder sauber. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Kommunikation dann mit dem Actual läuft. Schleppend. Der Airfront? Ja. Sichtest du dem Actual später mal aus, wenn du dich nicht erreichen solltest? Dass man dann, wenn ich mich in 20 Minuten nicht melde, dann müssen die sich wahrscheinlich irgendwie umplatzieren. Das ist was mit der Funkkommunikation genau. Ja. Wahrscheinlich um 5:30 Uhr, wenn ich mich jetzt gerade nicht beim Actual gemeldet habe, muss er sich wahrscheinlich nochmal umplatzieren. Oder die Kommunikation läuft über eine Busbrücke. Yep.
Mark, hast du ein GPS dabei? Wie bitte? Hast du ein GPS dabei? Natürlich. Wir befinden uns jetzt im Anflug auf die Landezone Dorf. Ist er jetzt verstanden? Ist er jetzt. Also die Landezone ist gesichert. Oh, ich hab's mitgehört. Wir sollten keine Probleme haben. Von Excel verstehe ich hier oben überhaupt nichts. Ich weiß. Das ist belegt, wir haben da. Leute, bereit machen, er ist dann voraus. Dann sagt mir dann nochmal durch, sobald ihr dann ausgestiegen seid. Links frei. Links ist gut, down. Okay, raus. Eins raus. Vier raus. Zwei ist raus. Okay, oben am Haus sammeln. Atlantis, du gehst als 1. Jawohl. Eins geht. Zwei geht. Drei geht. Vier geht. Gruppe läuft. Friendly. Servus. 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 Tag zusammen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen in der Hölle. Ja, da war jetzt gerade nochmal Medivac dazwischen. Quad. Yankee hat hier gleich schon ein Fahrzeug verloren. Aus dem Grund sind wir jetzt ein bisschen später erst hier. Was ist denn die Lage? Lage ist ruhig. Wir haben bis jetzt keine Feindkontakte gesehen, keine bekämpfen müssen. Die Lage ist komplett ruhig. Sehr gut. Dann würde ich doch jetzt mal vorschlagen, wir gehen vor wie geplant. Ja. Die Route auf der Karte hast du ja. Ja, positiv. Möglichst unentdeckt vorrücken bis, ich würde mal sagen, bis CP1. Ja. Zu nehmen auf der Karte. Positiv. Dorthin bewegen wir uns mal vor. Wir folgen im Abstand von circa 1,5 Minuten. Ja. Und sobald wir bei CP1 sind, schauen wir uns die Burg näher mal an, soweit wie wir es erkennen können, und rücken dann drauf vor. Gut, verstanden. Also sobald dein Trupp bereit ist, könnt ihr dann abrücken. Alles klar. Delta, abrücken. Seht ihr die Punkte auch auf der Karte? Jawohl. Positiv. An den Punkten entlang, eins vor. Eins geht. Zwei geht. Viel Glück, Jungs.
Laufen, Chris. Da geht's. Micha? Ja, geht. Such mal, ob du den Ersand nochmal an die Strippe bekommst und sag ihm nochmal Bescheid. Ich erreiche Actual von hier aus nicht über die Long Range. Ersand soll ich auf was für einer Frequenz und wie anfunken? Den hast du auf der Frequenz. Du hast auf 57 hast du Super 6-1, oder? Ja, und Fox. Okay, dann versuch mal, ob du jemanden von Fox erreichst, weil anders kriegen wir es jetzt wahrscheinlich nicht gebacken. Loki, ich muss mal ganz kurz nach den Katzen gucken, da ist irgendwas. Ich bin sofort wieder da, sorry. Dann mach du mal, gehst du lang gerade ins Haus rein hier. Danke dir. Ja, was soll ich Fox sagen? Dass die Funkkommunikation X-Ray zu Actual aufgrund der Entfernung schwierig ist und dass wir da ein anderes Konzept brauchen. Sprich, Actual muss näher an die Einsatzgruppen ran. Ah, da kommt er gerade. Da hat sich's erledigt. Wart mal so lang. X-Ray für Actual kommen? Ach nee, andersrum. Ja. Sehr schön, die Funkkommunikation besteht wieder. LZ Dorm ist gesichert. Wir rücken jetzt auf die Burg vor. Kommen? Delta für Charlie, der Scharfschütze muss gerade hier nochmal was an seinem Gewehr überprüfen. Unsere Ankunft bei CP1 verzögert sich jetzt nochmal ein bisschen. Oh, gelogen. Nicht schlecht, Loki. Klingt besser, als dann muss ich mal eben um seine Katzen kümmern. X-Ray hört. Hast du meinen Funkspruch gehört auf der 60? Nee, ich habe nur die 57 drauf auf Alternativ, weil ich weiß auch im Moment gar nicht, wie ich mit der normalen Long Range funken kann. Das war mal T bei mir irgendwie oder Alternativ war T, ich krieg's nicht mehr hin. Alternativ Kleinwelle T, Alternativ Long Range Z. Ach, Z? Oh, okay. Soweit ich weiß. Z war Zeus. Axel für X-Ray, kommen? Ja, Y-Mark. Sehr gut, danke. Entschuldigung, ich rede da jetzt nicht mehr. Ah, sind das alles viele Tasten, mein Gott. Delta für Charlie, siehst du die grüne Markierung auf der Karte? Bis sich Delta jetzt hier wegbewegen kann, versuch mal mit zwei Mann die grüne Route vorsichtig abzugehen und schon mal oben die Straße ein bisschen aufzuklären. Aber extrem vorsichtig bitte. Ich bin wieder da, sorry. BB. BB.
Hier, X-Ray, ich höre. Frage mal, was ist denn da los? Ich höre ihn funken, er kriegt mich aber nicht rein. Aber uns vielleicht so viele Interferenzen. X-Ray, kommen. Okay, Atlantis, wir bewegen uns jetzt mal los zu CP1. Roger, 1 geht. Ja, 2 geht. 3 geht. 4 geht. Actual für X-Ray kommen. Yankee für X-Ray kommen. Ich erreiche Actual nicht auf der Long Range. Kannst du ihn bitte ausrichten, dass ich ihn höre, er mich aber nicht empfängt? Kommen. X-Ray endet. Warte 2. Delta, warten Sie 2. Hier X-Ray Yankee, ich höre. Sobald wir die Burg erreicht haben. Kommen. Delta für Charlie, ich höre. Gelb, solange ihr noch nicht beschossen werdet, schießt ihr auch noch nicht. Delta zur Info, wir sind jetzt gleich bei CP1. Achtung, vorausgehend nochmal freundliche Einheiten auf uns zukommen von Trupp Delta. Verstanden, weiterhin der schwarzen Linie folgen, richtig? Positiv, bis CP1. Oh ja. Der Anfang, der war vorhin ganz schön strapaziös, ne? Oh, auf jeden Fall. Delta für Charlie, lauft ihr die grüne Route schon in irgendeiner Form ab? Kommen.
In Ordnung, bist du mit dem kompletten Trupp unterwegs oder nur mit zwei Mann? Eins halt. Verstanden, hier mal verteilen, Rundumsicherung einnehmen. Super Six. Wie lange habt ihr denn noch bis hoch zur Straße? Hier JTEC, nur kurz zur Zwischeninfo. Wir haben uns jetzt mit unserem Trupp, haben gerade CP1 erreicht. Rücken jetzt weiter Richtung Burg vor und melde mich dann, wenn in Position kommen. Dann schick am besten schon mal den Christo und den Isa wieder die grüne Route zurück zu CP1 und schau dich mal zusammen mit Hans da oben um und komm dann auch wieder zu CP1. Oh, von hier aus da oben an der Burg schon was zu sehen? Gar nichts. Also Team Delta checkt jetzt mal die Straße, südlich von uns. Hier JTEC, wie sieht's eigentlich aus mit Luftzielen oder bekämpften Luftzielen? War da irgendwas kommen? Ja, sehr gut zu wissen. JTEC erstmal Ende, melde mich. So Leute, nicht erschrecken, demnächst taucht hinter uns die Hälfte von Team Delta auf. Sammelpunkt ist hier CP1, sollte was schief gehen. JTEC, verstanden. Jawohl, da brauche ich nicht funken. Nee. Seht ihr mich alle so? Ja, Roger. War, ja. Also ich habe jetzt Team Delta hoch an die Straße geschickt, die schauen sich da mal um, die Hälfte von Trupp kommt jetzt hierher zurück. Sobald Delta vollzählig hier ist, gehen wir hoch Richtung Burg und nehmen die dann ein. Ich melde mich nochmal ganz schnell für drei ab. Jupp. Yep. Bin dann sofort wieder da. Ich stelle meine Funke so lange mal auf laut, die Long Range, falls hier ein Funkspruch von Actual kommt. Dann hört er den wenigstens mal. Alles klar. In dem Fall, Micha, kannst du dann vielleicht gerade nochmal einspringen und zwischenreagieren. Oh, was? Wie bitte? Wenn Actual funkt, dass du zwischenreagierst, hast du auch eine Wrong Range. Ich bin nochmal für drei in dem Zwischen, bin gleich wieder da. Falls ein Funkspruch von Actual reinkommt, hört er den bei mir über einen Lautsprecher, dann kannst du im Notfall kurz einspringen und dich melden. Danke. Welchen Kanal? 60. 60, okay. Da verkehrt, ey. Wir drücken da die ganze Zeit die Funktaste und kommt da nicht drauf klar, ey. Achso. Servus. Ja, servus.
Fuck man, das geht nicht. Kann ich einspringen. Ja, ist auch egal. Er kommt wahrscheinlich eh nichts Weltbewegendes rein. Was ist denn bei dir? Geht dein Zeitknopf nicht oder was? Additional und normalen Kanal 2 auf Long Range. Kann die aber nicht getrennt voneinander irgendwie bedienen. Hä? Ich mit beiden Tastenkombinationen immer Kanal 60, immer den ich gerade eingestellt habe. Okay. Das ist irgendwie ganz wirr. Strange. Jetzt nochmal. Ah, jetzt geht das, glaube ich. Ja, so müsste das gehen. Okay, ich gebe jetzt Ruhe. Ja, läuft, ne? Ja, jetzt läuft das. Ja, ist doch gut jetzt. Und Delta, bei euch so alles gut? Ja, war ruhig. Schöne Bäume, schöne Landschaft. Ja, viel Landschaft, viel Bäume. Ja. Wenig Bewegung. Wenig Bewegung. Gar keine, ehrlich gesagt. Die kommt wohl noch früh genug. Naja, hatten wir ja vorhin schon genug, ne? Bewegung? Ja, am Anfang. Wir haben ja den kompletten Feind schon ausgeräuchert, der hat uns ja angegriffen. Jetzt ist ja nichts mehr. Ja, stimmt, deswegen ist es so. Wir haben alle Helikopter schon abgeschossen, die haben nichts mehr. Gute Arbeit, würde ich sagen. Mhm. War schön mit euch. Ab nach Hause. Ja, ihr lauft, wir fliegen. Können wir uns nicht dranhängen, dass wir immer dran X-Ray hier, Charlie, kommen. Nix von Charlie. Das geht nicht über Airborne, kann das sein? Charlie sind wir, Kollege. X-Ray für Charlie, hab ja. Gesagt. Ja, und X-Ray sitzt hier, der ist AFK. Quatsch. Actual für Charlie kommen. Das ist schon besser. Kommt auch nix. Ja, zu weit weg. Wenn die mit mir reden wollen, dann ist das ja auch okay. Ja, zu weit weg, zu viele Berge. Okay. Oh, da war was. Was? Böses? Okay, die höre ich. Das klappt also. Ach so, was? Oh, ich bin voll verwirrt. Das ist die Voraussetzung hier. Einmal in Ruhe. Micha X-Ray wird angefunkt, das sind wir, glaube ich. Ach Gott, yes. Von Actual. Hier X-Ray kommen. Ja, soweit super, soweit in Position. Unser Truppführer ist kurz mal austreten, deswegen bin ich am Rohr. Ich hoffe, da stört sie nicht kommen. So, verstanden. Sag mal, ob die Sobald er wieder eingetreten ist. Nach Möglichkeit soll ich mal anfangen, was jetzt geht. Das ist ja die Kommunikation eventuell über dich. Ich habe du hast ja größte Telefon gerät, oder? Kommen. Ja, das ist richtig. Ich werde das dann mal weiterleiten. Kommen. Wieder da. Ja, WB. Okay, schön, dass du wieder da bist. Du sollst doch mal versuchen mit dem Actual, ob das jetzt besser klappt. Ja, probier ich mal. Ein bisschen lauter stellen. Eins hört. Oh, Sonntag. Ich dachte, Actual wäre unser André. Wie ist denn das denn? Rotox. Charlie Team Leader müsste eigentlich wieder da sein. Moment, ich frag nach. Ja, ich bin hier. Okay. Ich geb's durch. Ist so, Isa, könnt ihr mal mit in die Rundumsicherung einfallen? Richtung Südosten und Nordosten, bitte. Danke. Team Leader von Charlie ist eigentlich erreichbar. Kommen. Ich bin im Südosten. Hört?
irgendwelche Bewegungen auf der Burg zu sehen? Kommen? Actual für X-Ray kommen? Ich habe Bewegungen im Hang runter an der Burg. Vier Einheiten bewegen sich auf uns zu. Ja, okay, positiv. Leute, Feuerlinie aufbauen. Atlantis, managst du das mal? Alle bereithalten. Jawohl. Laufen auf uns zu, Berghang runter. Ja, die sind bekannt. Ist eine Patrouille. Bewegt euch mal die grüne Linie wieder zurück zu CP1. Wir machen hier einen Feuerüberfall. Also nicht wundern, wenn wir das Feuer öffnen. Schwenken nach rechts. Er also kommt direkt wieder zurück. Also meldet sich im Funkkreis an. Ja, Christo, fall mal hier mit ein. In die Feuerlinie, am besten links von Atlantis, irgendwo am Stein. Jawohl. Bereit? Kommt direkt auf uns zu, ja. Geht an Ziel. Jawohl. Positiv. Schießen! Feuer, ja. Feindkontakt auf 240. Einer müsste noch leben. Holen dir. Ja, ich sehe nicht, der ist in so einer Kuhle drin. Also ich sehe drei Tote. Ja, es waren vier Soldaten. Wohl. Da hinten dran? Nee, vorne vor, in der Kuhle. Rechts von den beiden Linken. Da ist so eine kleine Kuhle. Charlie, wie weit seid ihr noch weg von CP1? Verstanden. Keine Bewegung mehr, eventuell erwischt. Okay. Ja, eventuell reicht mir gerade nicht. Ja, was los? Klappt das jetzt mit dem Funken, mit Actual, weil sonst sollte ich das übernehmen, sagt er. Ja, übernimm du nochmal. Ich probiere es jetzt noch einmal, wenn es ja, dann nicht mal klappt, übernimmst du. Actual für X-Ray kommen. Da tut sich nichts. Übernimm du nochmal. Also hören tue ich ihn, aber meine Funksprüche kommen bei ihm nicht an. Er hat wahrscheinlich auch Airborne. Actual hat wahrscheinlich auch Airborne-Funkgerät. Bist du? Hier, X-Ray, Kommunikation mit unserem Truppführer allem, zu Ihnen scheint nicht vor zu, allem kommen, hier Richtung zu funktionieren. Ich würde das jetzt übernehmen. 220 Grad. Das auf jeden Fall im Blick behalten, nicht, dass da jetzt noch ein kleinerer Trupp uns in die Flanke reinfällt. 220 Grad oben am Stein. Bitte wiederholen, Actual. Hier den Hügel. 220 hinterm Stein. Ja, ist verstanden hier, X-Ray. Wir befinden uns gerade auf CP1, alles grün. Haben gerade Feuerüberfall über eine Vier-Mann-Patrouille geführt. Vier-Mann-Patrouille ausgeschaltet, eventuell einer entkommen. Ansonsten sind wir hier in Stellung und warten auf weiteres Kommen. Nach Süden den Hügel hoch, um bessere Position zu kriegen. Ja, so verstanden, X-Ray Ende. Beschuss! Scharfschütze! Ja, Scharfschütze, alle in Deckung! Fuck it! Lutze, bist du noch da? Ah, so ein Dreck! Ja, Atlantis, alle in Deckung bleiben. Jetzt holen wir kein Medic dabei, glaube ich. Scheiße! Delta für Charlie, Achtung, wir haben hier einen Scharfschützen. Das heißt, Medic weg. Scanner ist down. Was anfordern, Loki? Ja, wir brauchen. Ja, Moment. Delta, richtet mal eine Position komplett mit deinem Trupp circa 200 Meter östlich von CP1 ein. Micha, ich brauche hier Rauch. Einmal links, einmal rechts vom Stein.
wird hier Lutze, wie geht's dir? Melde dich. Oh, fuck it. Ah, ärgert mich das jetzt. Bist du noch da? Ja, ich bin hier. Hast du Sicht? Nee. Schmeiß mal eine Rauchgranate. Ich schmeiß die Granate, ja. Ja, Richtung Norden. Das ärgert mich jetzt gerade echt. Weiß, raus, weiß. Ach, schön. Dachte ich, wäre genug Entdeckung. Und Dreck. Brauchen wir nun Sunny oder nicht? Ja, wir brauchen einen Sunny. Soll ich einen anfordern über Actual? Ja, erstmal müssen wir hier raus aus der Situation. Boah, jetzt wird's echt komplex hier mit dem Funk, ey. Oh, mega. Wahnsinn. Delta für Charlie, komm. Ich brauch mal den Isa hier vorne, hab zwei Verletzte. Das ganze Team circa 100 Meter nördlich von CP1 in Feuerlinie langsam und vorsichtig vorrücken lassen, bis auf unsere Höhe. Können wir davon ausgehen, dass sie gerade aufgehauen sind? Für X-Ray kommen. Micha, du stehst gerade. Ja, das ist leider, wenn ich meine Alternativtaste benutze. Dann komm mal hier hinter den Stein. Hier, X-Ray, kurzer Statusbericht. Wir sind eben unter Scharfschützenfeuer geraten. Unser MG ist down. Wir versuchen jetzt hier vier Mann zu klären. Sind weiterhin in Stellung auf CP1 kommen. Er ist so verstanden, wir versuchen das gerade mit dem Trupp Delta zu klären. Ende. Ach, Entschuldigung, wenn das laut war. Ich muss Y drücken, wenn ich hier funken will, alternativ. Dann steht er immer auf und ab. Da musst du dir die Taste umlegen. Geh mal noch einen Meter nach links, nach links, nach links, nach links. Weiter. Stopp. Genau dort. Dann sichern Richtung 200 Grad. Atlantis ist verbunden. Check den nach Möglichkeit nochmal und konzentrier dich aufs Funken. Ja, ich höre. Ich diagnostiziere unseren MG-Schützen. Dann beweg dich von deiner Position aus mit dem Hans zusammen langsam auf unsere Position und versuch mal die Leute zu finden. Einen habe ich hier im Blickfeld. Oh, vier Stückchen Pizza geht mir gerade im Magen rum. Etwas Blut verloren. Und so unverletzt. Blutet er noch? Ja. Nee, bluten tut er nicht mehr. Das ist negativ. Warte. Ich werde jetzt mal versuchen, den Lutze hier rauszuholen. Er ist hinter dir. Also aufpassen. Als ich auffall, dann musst du hier unbedingt ein Medivac und... Wo ist denn der Lutze? Oder so. Auch gefallen, hier oder was? Richtung 320. Ja, wir haben gerade vier Mann down. Scheiße. Und kein Sunny. Halt durch, wir schaffen das, wir schaffen hast das. Hast du gerade noch mal Rauch geschmissen? Nein. Irgendwo hinter dem Stein hat jemand Rauch geschmissen. Loki von Alza, komm. Ja, höre. Über Kurzwelle. Kurzwelle! Isa, hast du auf der 300 gefunkt? Komm. Klar. Ja. Wir sind bei CP1.
Mit Sicherheit drei Mann down, versuch mal hierher zu kommen, wenn es bei dir hinhaut. Und aber Achtung, Schütze ist hier immer noch aktiv. Einer wird gerade weggetragen hinter uns, da kommen zwei neue von uns hinter uns. Micha, forder einen Medivac an. Wir brauchen unbedingt einen. Wir sind zu viele Leute down, die haben viel zu viel Blut verloren. Actual für X-Ray kommen. Hey, komm, Isa macht deinen Job. Leute, die Verletzten hier hinterm Stein sichern, Deckung einnehmen, der Schütze ist immer noch aktiv, keine Ahnung wo der ist. Wenn links und rechts vom Stein jeweils die Leute verloren. Kann ich den wieder ablegen? Ja, das ist hier verstanden. Unsere aktuelle Position ist mal auf direkt auf die P1. Wir warten ab. Ende. Durchhalten, Jungs, durchhalten. Ja, wo kann ich den, wie kann ich den ablegen? Eigenes AGM-Menü. Action-Menü. Eigenes und dann loslassen. Ah, loslassen, okay. Also. Eddie Weg ist angefordert, dauert knapp 5 Minuten etwa noch. Auf welche Position? Isa, check deinen Funk, dass du auf 400, Kanal 400 bist. Position habe ich durchgegeben. Okay. Wir haben dich wieder erreicht. Wichtig. Ja, positiv. Ich habe ihn zweimal am linken Arm verbunden hier, den Sitzer. Der Atlantis ist auch down, der könnte dann auch ein Epi vertragen. Ich behandle gerade mal hier. Ja, aufstehen ist ungünstig. Okay, ich mache hier mal, kann ich jemanden stabilisieren? Macht ihr das, ne? Okay. Positiv, ich mache das schon. Okay, ich gebe Deckung. Ja. Am besten wäre es, wenn du Richtung 50 oder 60 Grad 20, 30 Meter nach hinten gehst und von dort aus sicherst, dass wir ja nicht links oder rechts in die Flanke rein was abbekommen. Okay. Okay, bewusstlos. Schwere Verletzung, hallo, linker Arm. Lutze, wacht gleich auf. Chaos, Lutze, du musst du hörst bitte auch mal auf, die Leute zu verbinden. Irgendwo auch auf Höhe vom Hans in die Sicherung einfallen, bitte. Isa, du verbindest mich. X-Ray hört. Hat jemand eine Blutkonserve von euch? Negativ, gibt's keine. Nur hier, schon Ray, das ist momentan ganz schwierig. Wir haben hier gerade einen Sani-Auflauf und jede Menge Verwundete kommen. Animal LZ Annabelle ist akzeptabel, dahin ziehen wir uns gleich zurück. Gibt es Bescheid? Ja, hier X-Ray, wir sollten bis zur LZ Annabelle vordringen können. Wir werden das durchziehen. Kommen. Oh, guten Morgen, Soldat. Wie lange brauchen wir bis dahin, Doki? Circa 5. Oh, dankeschön. Ja, circa 5. Oh, Chaos? Ja. Wo ist der Sack? Wir rücken ab Richtung 50 Grad. Ja, ich versuche gerade die Chris wieder zu holen. Circa 100 Meter. Du hast einen Sunny, lass den Sunny den Job machen. Dein Job ist ein anderer. Oh, wo ist der Pisser? Wir rücken ab Richtung 50 Grad, 100 Meter in die Richtung, dann straight Richtung Norden bis an die Küste und von dort aus Richtung Landezone Annabelle. Dorthin kommt der Medivac. Verstanden. Also ich laufe dann regulär mit, ne? Jupp, wir laufen jetzt dann alle. Wie schaut's denn aus bei denen, die gerade verletzt sind? Wer braucht Blut? Alle davon? Oder also wer ist noch einsatzbereit? Ja, negativ, Atlantis braucht kein Blut. Ordnung. Dann haben wir einen und dann schauen wir uns noch den Christo an, sobald der wieder... Ja, der hat viel Blut verloren, diagnostiziert. Ach, du bist komplett grün? Ich bin grün, ja. Hallo. Guten Morgen. Komm zurück. Loki, eventuell beim nächsten Einflug von Helikoptern kannst du dir eventuell ein Airborne-Funkgerät mitbringen lassen. Der braucht auf jeden Fall. Ja. Die sollen Gas geben. Da vorhin.
Ja, würde ich sagen, jeder, wer weg auf uns warten muss, Abmarsch, oder? Ja. Ist er wieder Chaos, bewusstlos? Rück schon mal los mit deinem Trupp. Ist wieder bewusstlos geworden. Der ist auf... Okay, wiederholen. Der ist auf 240. Chaos, abrücken Richtung 50 Grad, 100 Meter und dann den Schwenk nach Norden. Ich nehme dann... Nee, nimmst du nicht. Das macht der Isa. Isa, du trägst den Christo. Jawohl. Alle bereit machen, wir müssen jetzt abrücken. Hans, wo ist Hans? Du gehst schon los. Hinter dir. Alles klar. Geh Richtung 50 Grad los. Los jetzt. Marsch. Zeig dich, Mark, ihr sichert uns. Ja, natürlich. Ich rufe euch gleich hinterher. Ich suche den Sack währenddessen. So, Lutze, geht mit Isa los. 50 Grad. Jo. Marsch. Noch so ein bisschen deine linke Seite, Marc. Ja. Wo ist der Pisser? Also, hat denn jetzt schon wieder raufgeschmissen? Ich abmarsch, ihr zwei. Los geht's. Okay, zwei geht. Eins geht. Wollen wir nicht Richtung 50 abbauen? Wohl, da ist er. Hier runter. Ja. Oh, fucking Berg. Chaos, sobald wir bei Landezone Annabelle angekommen sind, möchte ich, dass sich dein Team möglichst gut verteilt und Richtung Norden und Westen sichert. Richtung Nord und West aufs Wasser? Sicherung dann Richtung Norden und Westen. Lutzer, hast du ein gutes Schussfeld von hier? Ja. Ist er weiter runter mit dir? Ist der LZ? Ich muss dazu sagen, ich sehe nicht viel, weil mein Bildschirm komplett grau ist, ne? Ja, stimmt. Ja, dann geh du mit runter. Mark? Ja. Meinst du, du kannst von hier aus gut unterstützen? Ich hab fast den gesamten Hang im Blick, ja. Dann bleib du mal hier, ich lass dir den Animal auch hier. Alles klar. Animal, kannst du noch ein Stück hochkommen? Positiv. Dann bleib du mal hier beim Atlantis, von hier aus könnt ihr gut unterstützen. Noch ein Stück weiter Richtung 160, 170 Meter. Lutze? Ja. Keine Ahnung, wo dieser Sack gesessen hat. Ich sehe gar nichts. Soll ich bloß ein Funkgerät besorgen? Das geht mir gerade hart auf den Sack hier, ey. Ja, glaube ich. Alles auf dem Funk, ey. Ja, ich hätte auch bei Medivac schon gesagt, pack da ein Airborne-Funkgerät rein. Ich hab mal so den Berg hoch hier. Ja. Ich hab West. Und dann habe ich Süd. Ja, alles Roger in Kambodscha. Oh, so eine Kacke, ey. Ich hab den Scharfschützen noch gehört und dachte mir, fuck, ziehst du ihn in deinen Stein zurück. Und in dem Moment, bam. Blöder Pisser. Mark, markier mal deine Position bitte auf der Karte. Wird ausgeführt. Wo ist dein Gruppenkanal da? Wo hocken wir denn?
052223 052223 und dann da. Ist markiert. Habt ihr denn irgendwas von diesem scheiß Scharfschützen gesehen? Ich hab gar nichts gesehen. Okay. Hab ich nur ein paar Mal gehört, das ging ganz knapp bei mir vorbei, glaube ich. Und dann war ich nur in Deckung. Macht Loki jetzt? Ich habe keine Ahnung. Dann ist ja gut. Wahrscheinlich unten mit bei LZ Annabel. Ich glaube, da kommt ein Heli. Ein Heli weg. Eventuell. Aus der Richtung könnte Medivac sein, ja. Ja, Blackhawk, Medivac. Micha, kannst du dann den Heli einweisen? Hä, wie sollst du denn den Heli von ihm... Einweisen auf eure Position? LZ Annabelle ist gesichert. Zwei Verletzte, die werden dann direkt eingeladen. Schmeiß mal raus. Alter, jetzt komme ich hier gerade leicht durcheinander. Super 6-1 für JTAC kommen. Yep. Hier JTAC, machen Sie gerade den Medi wegkommen? Fox, machen Sie gerade den Medi weg? Alter. Keiner macht den Medi weg. Loki, ich habe keinen Plan, wer hier... ja, Sie gerade erledigt. Ja, Fox, das ist sehr schön. Ich soll Sie einweisen. Wo drückt denn der Schuh? Landezone, Micha? Annabelle ist sauber. Alles gut, Loki. Ruhe. Oh mein Gott. Jetzt soll sich ein verkacktes Airborne-Funkgerät geben lassen. Meine Güte. In irgendeiner Ecke liegt doch bestimmt noch eins. Also zwei Verletzte sind drin.
wiederholen, Dutze? Wir sind im Hubschrauber, bis gleich. Verstanden. Bist du das eigentlich auch alles mit, Marc? Unseren Gruppenfunk, ja. Ja, die Long Range und Fliegergeschichten, weil. Nee, hab ich ja alles nicht. Habe ich alles nicht. Hab ja keine Long Range. Geil, wir sind noch nicht mal bei der Burg, noch nicht mal halb der Burg, ey. Und schon zwei Leute ausgeflogen. Jo, volle Programm schon durch. Und davon einer unserer unser Scharfschütze. Und jetzt? Warten wir, bis sie zurückkommen, oder was? Hm. Sich was meldet. Ja, Kaffeepause, ne? Kaffee ist alles so ein Scheiß. Zu gierig. Gierig? Hä? Gierig? Ich? Was? Gierig? Ja, gierig. Ja, wie gierig? Das ist immer die erste Silbe. Ja, ich hab zu schnell getrunken, deswegen ist er jetzt alle. Ach so, jetzt verstehe ich das auch. Kaffee. Ja. Ja, ich hab ja noch Wasser. Vegas, ne? Ja, sorry. Ganze drei Flaschen. Eine ist gleich leer. Und schon wieder. 2 Stunden im Einsatz und ja. Ein Wald gesehen. Gerhard am Funk, Alter. Was gibt's Schöneres? Man versteht kein Wort. Weltklasse. Ich verstehe ihn ja so schon kaum. Und dann auch noch mit den Hügeln dazwischen. Ja. Wahnsinn. Kann ich mir interessant vorstellen. Aber er versucht wenigstens langsam zu reden. Das ist schon mal löblich. Na wer? Na wo? Na wie? Es kommt was. Auf der Karte grüne Markierung. 052223 NumPad 8. Micha? Hier ist einer. Kannst du den Actual mal anfunken und ihm sagen, dass wir die Burg wahrscheinlich in 15 bis